Im Folgenden zeige ich dir den Bereich Dokumente. Dieser Bereich ist als allgemeine Dokumentenablage gedacht. Das heißt, hier werden Dokumente hochgeladen, die für jedes Mitglied relevant sein können. Daher bitte ich dich auch zunächst, im Folgenden zeige ich dir den Bereich Dokumente. Du findest ihn hier. Dieser Bereich ist als allgemeine Dokumentenablage gedacht. Das heißt, hier werden Dokumente hochgeladen, die für jedes Mitglied relevant sein können. Wir würden uns freuen, wenn du die Regeln dabei beachtest, damit die Ordnerstruktur übersichtlich bleibt und alles an seinem Platz ist. Du siehst hier schon mal alle Dateien und Ordner. Möchtest du aber selbst Dokumente hochladen, musst du zunächst dieser Gruppe beitreten. Da dies eine öffentliche Gruppe ist, stellt dies kein Problem dar. Sobald du Mitglied bist, kannst du selbst auch Dateien hochladen oder Ordner erstellen. Wenn du eine Datei hochladen willst, schaue bitte zunächst, ob schon ein Ordner vorhanden ist, in den du deine Datei hochladen kannst. Andernfalls kannst du hier einen Ordner ganz leicht erstellen. Weiter kannst du dann entweder direkt in den Ordner gehen, in den du die Datei hochladen willst und dort die Datei dann einstellen. Oder du gehst auf Datei hochladen, schon in diesem Bereich. Hier findest du auch noch mal ein paar Hinweise, wie du die Datei am besten benennen kannst. Es geht darum, einen klaren Titel zu wählen und möglichst auch ein Datum. Weiter kannst du hier noch mal reinschreiben, worum es geht. Diese taucht dann bei der Veröffentlichung der Datei auf. Hier kannst du dann eine Datei hinzufügen. Mit Doppelklick öffnen oder auf Öffnen gehen. Weiterhin taucht dann nämlich hier unten nochmal der Bereich auf Ordner auswählen. Das heißt, wenn du jetzt noch keinen Ordner ausgewählt hast, kannst du das hier noch einmal tun, indem du hier links auf dieses Ordnersymbol klickst und dann aus den Ordnern wählen. Du klickst auf Erledigt und die Datei wird hochgeladen. Hochgeladene Dokumente tauchen auch in dem Bereich Neuigkeiten auf.